Altea, Costa Blanca. Von den blauen Kuppeln der Kirche an der Plaza de Nuestra Señora del Consuelo erstreckt sich das Fischerdorf Altea mit seinen gepflasterten und stufigen Gassen die Hügel hinab bis zum Meer. Mit seinen weiß getünchten Fassaden, verwinkelten Straßen und blumengeschmückten Balkonen ist es voll von mediterranem Flair. Die Fischerei steht aber schon lange nicht mehr im Mittelpunkt, denn der Schwerpunkt liegt heute in Kunst und Kultur. Etwas außerhalb von Altea, mitten in einem blumigen Paradies, findet man das Atelier von Alberto Labat im Ortsteil La Olla. Seit über 30 Jahren entstehen hier seine außergewöhnlichen Bilder. Manche davon schmücken die Wohnzimmer der Bungalows und Landhäuser der Umgebung. Viele davon sieht man in zahlreichen spanischen Hotels auf dem Festland und auf den Kanarischen Inseln. Mit seiner einzigartigen Technik malt er unverwechselbare und zauberhafte Bilder in warmen Farben und mit sanften Verläufen. Besonders ansprechend sind seine unverwechselbaren erotischen Bilder, die in zahlreichen Ausstellungen zu sehen waren. Dezente Formen und Farben regen zum Nachdenken an und lassen der Fantasie freien Lauf. Die Stärke des Künstlers liegt in der Komposition dieser Farben, die meist zart und pastellig, manchmal auch intensiv und plakativ sind. Sie erzeugen reduzierte Bilderwelten, die auf das Nötigste komprimiert erscheinen, und vereinfachte Formen, die sich scheinbar in den Farben bewegen und dabei unmerklich verändern. Alberto Labat, ein außergewöhnlicher und ausdrucksstarker spanischer Maler.